So, Frischluftpause hin oder her. Wir sind wieder hier. Nach einer kurzen Runde draußen. Wir wurden gehört. Okay. Aber falls ich da richtig gesehen habe, war da ein brennender Mann. Ich habe zwar nur flüchtig hingeschaut, aber war schon merkwürdig. Kommt er jetzt hier entlang irgendwie oder nicht? Es klingt, als würde er sich nähern. Und genau hierfür hatte ich ja gesagt, brauche ich noch mal Wasserpfeile. Ja. Ja, doch. Ich glaube, den kann man nämlich einmal verscheuchen, indem man ihn mit Wasserpfeilen attackiert. Ich weiß noch nicht, wie viele Pfeile der kassiert, ehe er, halt flüchtet. So, außerdem. Garrett, lass das. Mit den Schritten. Hier sind Zombies, aber die sind noch eingesperrt, soweit ich das sehen kann. Ist hier nur dieser Mensch unterwegs, dieser eine brennende. Naja, der friert dann wenigstens nicht. Und er läuft halbwegs normal. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass diese Figur zu sehen ist. Und ich glaube auch nur in der Goldversion, oder? Ist der im normalen Thief auch schon. Von hinter mir, das ist eine normale Fackel, da kann nichts kommen. So, wie läufst du denn, mein Guter? Ich weiß, dass ich. Fehlen dir da ein paar Texturen? Hallo? Irgendwie siehst du sonst anders aus. Wow. Dir fehlen nicht nur Texturen, du bist doch vollkommen von der Rolle. Okay, ein Feuerpfeil hat er verloren. Die brauchen wir jetzt. Für das da und ich lasse die Zombies dann auch gleich in Frieden. Hier gibt es nichts zu holen. Wenn die Türen aufgehen, kommen Zombies raus. Aber wir wollen da rein einfach. Einfach hier rein und dann sind wir weg. Ja, sag ich doch, da kommen Zombies raus. War mir gerade etwas zu ruhig. Oh. So. Da hört man sie, glaube ich, noch im Nebenraum. Wow, das sieht aber auch nach einem gefährlichen Räumchen aus hier. Wie viele Wasserpfeile haben wir an den verschwendet? Die vier. Nach dreien wäre er schon gerannt, aber den einen haben wir dann noch ins Leere geschossen. Nun gut. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier mal ganz an der Wand entlang. Da sind Fallen, da in der Treppe sind Fallen, da in den Säulen sind Fallen. Und einen Zombie hat's erwischt und den Knochenhäufchen nach mindestens zwei Menschen. Das ist doch schon mal. Wow. Muss man nicht haben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jo. Garrett? Ich wäre dir sehr verbunden, mein lieber Meisterdieb, wenn du auf diese Balustrade gehen könntest, weil ich glaube, da ist man sicher. So, kommen wir an das ran, was da in dem Kasten liegt, natürlich nicht. Mist. Mensch, das ist doch nicht. Zurück. Wow.
Wow, da kommt noch einer. Vorsicht. Peng. Das ist heftig. Das ist jetzt wirklich mit Indiana Jones. Ich weiß nicht, hätte man so einen Schädel reinlegen können, das Ding rausnehmen, wäre das dann nicht hochgekommen? Keine Ahnung. So, ich wollte aber mal schauen. Wie sind wir denn jetzt? Total 2085. Wir haben also dieses Ziel auch erreicht. Stehlen Sie das Herz des Mystikers und berauben Sie die Toten im Goldwert von 2000. Dann brauchen wir jetzt noch das Horn und müssen dann an die Oberfläche zurück. Na, das ist doch mal nice. Ach, das sind die. Oh. Meine Güte. Bei diesem Raum hier. Wow. Der ist heftig. Der ist richtig heftig, der Raum. Da will man sich auch gar nicht näher umgucken. Beziehungsweise, das will ich in dem Level hier eh nicht, aber in der im verbotenen Stadtviertel will ich das dann auch nicht. So. Der brennende Mann ist wieder da, wie ich höre. Da unten ist alles wahnsinnig hell. Das ist ja richtig doof. Wie machen wir das jetzt? Wir können uns ja schon mal an die Leiter hängen. Und dann würde ich sagen, läuft er hier unten rum oder nicht? Ja, wobei viele Missionen hier sind, da vom Schwierigkeitsgrad her, deswegen. Naja. Das waren halt noch Spiele damals. Ich würde gerne lauschen. Ich glaube, normalerweise hat er ein Gesicht, aber wirklich jetzt sehr texturlos. Keine Ahnung, was das Spiel da bei mir für Probleme hat, aber ich will nicht meckern. Ich meine, es ist ein Windows 95/98 Spiel und es läuft auf sage und schreibe Windows 10 bei mir. Deswegen, wenn er dann diesen Feuermenschen da ohne Texturen darstellt. Normalerweise sieht er aus wie irgendeiner von den Bettlern, glaube ich. Oder wie Raoul, der da unter der Oper haust. Auch ein sehr schönes Level, vor allem unter der Oper. Ja, als alter Musical-Fan, Phantom der Oper und so. Da ist ja Raoul im Musical der Mäzen und in diesem Spiel hier haust er unter der Oper. Absicht oder? Das ist dann die große Preisfrage. Ist das Absicht, diese Parallele, oder nicht? So, wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, ich wollte ja nochmal in diesen komischen Gang darüber. Wir sollten hier uns aber nicht zu lange aufhalten. Uns hier, Entschuldigung, hier uns, ja. Weil ich nicht weiß, ob der, wie weit der gucken kommt, was das für ein Geräusch jetzt war. So, wir haben jetzt auch Herz und Seele des Mystikers. Das ist doch fein. Und jetzt geht's hier rüber, da kann der uns nämlich nicht folgen. Haha, so. Muss ich jetzt hier hoch eigentlich? Auf der anderen Seite ist das der Weg. Oh. Moment. Ist das hier ein Texturfehler oder löst das die Fallen aus, wenn man das überschreitet? Ja, ne? Haha. Kann ein Texturfehler sein, aber man kann es so interpretieren quasi. Oh mein Gott. Die schießt hier hin, unsere schießt nach da. Wenn wir ganz an der Wand bleiben, sollte das okay sein. Frage mich, ob wir da lang kommen irgendwie mal. Was haben wir hier? Hallo Statue. Dich haben wir schon mal gesehen von der anderen Seite. Hier ist wieder ein Burrick-Tunnel, ne? Ja. Hier ist wieder ein Burrick-Tunnel. Gut, deswegen. Da ist irgendeine Feuerfalle. Die schießen doch gleich wieder, wenn ich hier rausgehe, oder? Ja. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, hier ist noch ein Gang. Ach Mensch, das ist ja Beschiss. Dann haben wir ja nur die Wahl, dahin zu gehen.
In den Beric-Tunnel. Dann tun wir das doch. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich hier nicht 100% der Beute kriege, das wird sich eh ändern mit Fortschreiten des Spiels. Die ersten zwei Level habe ich 100% gehabt, aber ich lege es jetzt nicht drauf an. Ich spiele das Spiel aus Spaß und der Freude und um es hier auf dem Kanal zu präsentieren, aber mehr auch nicht. Okay. Aber hieß es nicht, das Horn macht sie schläfrig? Können wir uns hier ein bisschen durchschlawinern, ohne attackiert zu werden momentan? Hi, da ist auch noch einer. Die Frage ist, wo muss ich hin? Hi. Darf ich an dir vorbei? Oh, Schatzi. Wenn wir das Horn klauen, dann wird's heftig. Dann werden die anfangen zu laufen. Deswegen wäre es interessant, wo man dann hier am besten rauskommt. Wo käme ich dann am besten hier weg? Wahrscheinlich wieder links rum, wie ich jetzt hergekommen bin. Darf ich vor euch vorbei? Oh mein Gott. So mag ich die Burricks. Links rum, wie ich hergekommen bin und dann da oben wieder rein, oder? Hier. Es sei denn, da gibt's... Oh, Entschuldigung. Es sei denn, da gibt es auch wieder so ein Teleport-Dingens, das uns wegbringt oder irgendeine Abkürzung, was ich aber jetzt nicht so ganz glaube. Gut. Ich sollte trotzdem laute Sprünge und sowas vermeiden, man weiß ja nie. An dir durfte ich vorbei, du kleiner Spatz, ne? So sind sie doch süß. So tue ich ihnen auch nichts. Quinus. Okay, Quinus Kathedrale, Krypta. Krypta eher. Die sind bestimmt hier, diese neuen Texturen, an irgendwelchen Kirchenfiguren abgeschaut, oder? Sehen jedenfalls so aus. So, ich glaube, jetzt wird es nochmal gefährlich mit... Gut, dass ich keine Höhen habe. Ja, Garrett, sehr gut. Gut, dass ich auch keine habe. Ich habe zwar einige Phobien, aber nicht vor großer Höhe. Ich meine, wenn einem etwas mulmig wird, ist das wahrscheinlich normal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann Panik kriege. Anders als bei Spinnen und Zahnärzten und noch einer dritten, die ich hier nicht nenne. Junge. Lass das. Mach nicht so einen Quatsch. Okay, wo ist die nächste Leiter? Wir müssen nach oben. Oh Gott, das wird ja richtig dröhnend gerade. Das Problem ist, wenn wir das Horn nehmen, verstummt es wahrscheinlich. Und die Burricks wachen dann auf. So. Wo lang jetzt? Muss ich jetzt da drauf? Nein, hier rein. Haha. Da hätten wir es. Das Horn nehme ich an. Das Horn nehme ich an. Ja, da nimmst du richtig an. Und nu? Nichts wie raus hier, oder? Die Leiter trifft man wahrscheinlich nicht gut, oder? Ich würde denken, wir müssen da lang. Wieso haben wir jetzt hier so eine Geröll-Rumpeltöne? Ist das jetzt hier am Einstürzen, wie in jedem guten Indiana Jones? Na, das war meine Abkürzung. Ha. Ohne Schaden zu nehmen, immerhin. So. Soll es wahrscheinlich darstellen, oder? Dass jetzt hier alles einstürzt, wie bei solchen typischen Abenteuerklassikern. Ah, durch das Festhängen an der einen Kante hat er quasi eine Art Landung simuliert. Ah, ich dachte, du hängst an der Leiter. Ich hasse Leitern in Thief.
Das ist nicht so ohne. Na, bist du dran? Obwohl das, glaube ich, auch besser geworden ist durch die Patches. Kurz lauschen. Höre ich kleine trippelnde Burrick-Füßleins? Nein, höre ich nicht. Die stehen immer noch so rum. Aber sie werden bald aufwachen, denke ich. Deswegen, ja genau, sie werden aufwachen. Deswegen... Oh Gott, wo muss ich lang? Da rein, ja, stimmt. Ja, ich habe euer Horn geklaut, na und? Ich brauche das dringender, ich muss es verkaufen und meine Miete zahlen. Mann. Gönnt mir doch auch mal was. So, da sind wir wieder. Ich glaube, soweit verfolgen uns die Burricks nicht. Dann heißt es jetzt ja eigentlich nur noch, hier rauszukommen, oder? Aha, aha, aha. Suchen Sie das Kinoshorn. Stehlen Sie die Seele des Mystikers. Berauben Sie die Toten im Goldwald von 2000. Stehlen Sie das Herz des Mystikers. Kehren Sie an die Oberfläche zurück, sobald Sie haben, weswegen Sie hier sind. Na, das finde ich doch fein. Können wir hier eigentlich... Ziele, ja, aber wir sehen nicht noch keine Statistik. Ah. Schade, sonst hätte man jetzt schon mal gucken können, wo uns noch irgendwas fehlt. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Und da waren wir drin, genau. In diesen goldenen Gang wollte ich nochmal. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Leute. Da rein. In diesen goldenen Gang wollte ich nochmal und gucken, ob es da was zu holen gibt. Ich glaube es zwar nicht. Wo sind die Seilpfeile hier? Aber ein Versuch ist es wert. So. Schaffen wir das? Liebster Garrett, schaffen wir das? Oder... Ja, das schaffen wir. Gut, dann pack den Bogen mal weg. Was ist das? Marat. Gibt's hier auch Fallen? Gebeine gibt's hier. Hey. Da hat es sich doch schon gelohnt für das kleine Becherchen. Oh, stellt euch mal vor, ihr habt alle diese Dinge, die ihr braucht. Na toll. Hat sich total gelohnt. Das kleine Becherchen. Boah, das ist das Zünglein an der Waage. Na, stellt euch mal vor, ihr habt Seele, Herz und Horn. Und müsst dann noch wegen Beute hier ewig rumlaufen. Wie grausam wäre das denn? So, wie kommen wir jetzt am besten zurück? Nun, für das Becherchen hat es sich gelohnt. Garrett, du verknackst dir hoffentlich nicht wieder den Fuß, wenn ich jetzt hier einen beherzten Sprung wage. Nein, tust du nicht. So ist es brav. So, was war jetzt hier? Waren wir hier schon oben? Bin schon wieder total verwirrt. Aber so weit von. Waren wir hier schon? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber mir kommt es gerade nicht wirklich bekannt vor. Ist hier noch irgendwas? Nein. Diesen komischen Gang gehen wir dann mal entlang. Und ich glaube, da kommen wir raus, oder? Was ist hier? Oh. Da möchte ich mal reingucken. Moment, wo waren die Seilpfeile? Da irgendwo? Hier möchte ich mal reingucken. Jetzt bin ich neugierig, was das ist. Denn ein was vermisse ich noch. Bleib meinem Gesicht fern, ihr Dieb, oder es wird euch leid
Was? Tun. Ich will mich doch nur an der Fackel wärmen. Oh, hi. Dein Mund ist die Gefahr, oder? Ich soll deinem Gesicht fernbleiben, oder es wird mir leid tun. Na, dann, weißt du was? Dann machen wir erstmal einen Quicksave. Wow. Schön, dass die entgegen der Feuerrichtung sich bewegen. Nein, das ist der falsche Knopf. Das ist wie wo ich das eine Mal jetzt hier von dem Zombie erwischt wurde. Ich bin da voll auf ihn zugelaufen. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn gekriegt? 2300 haben wir jetzt an Beute. Ein Heiltrank, wisst ihr was? Wir sind doch eh bald daraus. Zwei Weihwasser, das Horn haben wir, das Papyrus, ein Eiltrank. Dann müssen da Pfeile oder was drin gewesen sein. Na, na, na. 31, 9, da waren es bestimmt Feuerpfeile. Huh? 13, nee, Seilpfeile waren drin, okay. Haben wir hier noch mehr lustige Sachen? Nö. Schießt du nochmal? Deine Augen habe ich ja. Nö. Okay. Aber hey, gut, dass wir das auch noch mitgenommen haben. Ich würde sagen, dafür hat es sich doch gelohnt. So, den Pfeil kriegen wir nicht wieder. Ich habe es versucht, aber ich habe im falschen Moment wahrscheinlich geklickt. Deswegen, oh Gott. Bin ich erleichtert, dass wir das so halbwegs souverän geschafft haben. Ja, ich weiß, beim letzten Durchlauf hatte ich weniger Schaden genommen und habe dann wirklich mehr auf Schleichen und so gemacht. Aber ganz ehrlich, ich will es einfach hinter mich bringen. Das ist, glaube ich, eine Abkürzung nach draußen, ne? Oder? Irgendwo gab es eine Abkürzung nach draußen, das weiß ich noch. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt das gemacht, das alles. Da können wir doch 2300, ich weiß nicht, wie viel mehr Beute es hier gibt. Was ist da? Da steht ein Fass. Da steht noch ein Fass mit irgendeinem Totenschädel drauf. Wir haben doch jetzt relativ viel gefunden, oder? Ich glaube, hier geht's raus. Wenn wir da mal reingucken. Ja, da könnte es rausgehen. Genau. Also, Freunde. Der Part ist jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich bin stolz auf mich, dieses Level so weit geschafft zu haben. Auch wenn wir uns jetzt nicht groß umgeguckt haben. Und also wie sonst zumindest nicht so groß. Liegt daran, dass ich es halbwegs gut kenne. Ich wusste, wo diese drei großen Beutestücke sind, die wir brauchen. Vielleicht nicht jedes kleine Fitzelchen, vielleicht fehlen auch noch einige. Aber ganz ehrlich, bei dem Level hier, das ist schon okay so, denke ich. Und ja, schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Wie gesagt, es wird weiterhin wahrscheinlich so laufen, dass ich erst hochlade, wenn die Missionen beendet sind. Und ich weiß auch nie, wann ich Bock auf Thief habe oder andere Projekte. Bei anderen Projekten, egal ob ich jetzt noch welche vielleicht auch starte. Einfach so. Kann es passieren, dass es mittendrin zu Pausen kommt. Wie gesagt, ich habe auch noch andere zeitintensive Hobbys und naja, man hat nicht immer gleich viel Lust. Im Sommer hatte ich zum Beispiel kaum Lust aufs Let's Play, nur die Sonne schien und da will man dann raus. Ich bin zwar nicht der Typ, der jetzt hier Sport macht, außer vielleicht mit dem Fahrrad mal ein paar Kilometer zu fahren. Mein Spitzenwert diesen Sommer waren völlig untrainiert aus der Kalten heraus, 48 Kilometer, da war ich aber hinterher auch richtig fertig. Hatte die ganze Zeit das Handy als Navi an und war aber eine wunderschöne Tour. Und ja, ob nun mit Fahrrad oder einfach nur spazieren gehen, wandern gehen oder auch mit dem Buch einfach auf eine Bank setzen unter einen Baum oder auf eine Decke unter einen Baum, da hat man dann doch mehr Interesse an sowas.
Jetzt kommt der Herbst, jetzt wird vielleicht das Zocken wieder etwas mehr vorangetrieben. Aber wir werden sehen, wie gesagt, ich habe noch einige Dinge, die ich gerne starten würde an Projekten und wird sich zeigen, sag ich mal, ob ich sie durchziehe oder ob es mittendrin zu Pausen kommt. Wie gesagt, nehmt mir das nicht übel. So wie ich Lust und Laune habe, das hatten wir ja schon öfters besprochen und geklärt. Und was ist das hier? Ich sehe da grün. Ich will jetzt nicht zu lange rumlabern. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ja, da ist grün, da kommen wir raus. Ein eingestürztes Grabmal. Oh mein Gott. So, Schwierigkeitsexperte. Wir haben alles abgehakt und jetzt können wir mal auf die Statistik schauen. Eine anderthalbe Stunde haben wir gebraucht, das ist okay. 2300 von 2450, ja, uns fehlt noch was. Aber ich denke mal, dass ich jetzt nicht noch rumgelaufen bin und gesucht habe. Das waren vielleicht auch wieder so Edelsteine in so einem Bilderrahmen, wie den einen, den ich da durch Zufall gesehen hatte. Das ist okay. Erschlagen zwei, das sind die zwei Burricks. Ja, 17 Wunden habe ich wieder heilen müssen. Getötete Unschuldige, die übrigen Toten vier. Das waren auch zwei Burricks und keine Ahnung, was noch. Habe ich vier Burricks umgebracht? Nein, oder? Gesamtspielstand. Bisherige Gebäude, 5417. Summe der Treffer. Ja, es wird jetzt wieder besser, aber ganz ehrlich, bei Zombie-Leveln werde ich mich nie so genau umschauen. Da werde ich immer sehen, dass ich durchkomme und das war's dann. Wohl. Es ist mir einfach zu gruselig. Also bei Zombies und Burricks und so könnt ihr euch echt nicht drauf verlassen. Ich freue mich schon jetzt auf Zurück zur Kathedrale. Dieses Level hasse ich wie die Pest. Wo wir das Auge stehlen müssen. Da werde ich auch durchrennen. Panisch. Und es wird ewig dauern, bis es hochgeladen wird, weil es ewig dauern wird, bis ich mich traue zu spielen. Aber das ist noch halbwegs fern, hoffe ich. Im Verkauf des Horns hatte ich etwas Geld übrig. Jetzt sollte neues Werkzeug her. Farkus ist einer der wenigen Händler, die es riskieren, einem freien Dinier Ware zu verkaufen. Er verlangt horrende Preise, aber lieber zahle ich die, als dass mich sogenannte Stadtwächter herumkommandieren, die sich ihre Prozente abzweigen. Seit Jahren drängen sie, ich soll einer ihrer Gilden beitreten, aber ich habe kein Interesse. Vielleicht begreifen sie es und geben es auf. Vielleicht werden sie auch noch massiver drohen. Nichts, womit ich mit Vorsicht und ein bisschen Glück nicht zurechtkäme. Und das Glück scheint endlich auf meiner Seite zu sein. Scheint es das, lieber Garrett. Mörder, Schwierigkeitsexperte. Da Sie nun das feinste Werkzeug besitzen, sollten Sie sich an lukrative und größere Herausforderungen wagen. Wie wäre es mit dem Tempel der Hamariten? Versuchen Sie mindestens 1000 zu erbeuten. Ein echter Profi hinterlässt kein Durcheinander. Töten Sie niemanden. Tempel der Hamariten, ich glaube, hier ist dann die Szene, die ich im Gefängnis vermisst habe, oder? Nun, ich glaube aber, jetzt kommt es auf Zeit an, deswegen werden wir auf Fortfahren gehen und dann relativ schnell Escape drücken für die Abmoderation. Haben wir noch einen Shop? Nein, oder? Diesmal nicht? Doch. Gut, was haben wir? 40 Breitkopfpfeile, Anleitung für den Gebrauch der Dietriche. Oh, wir haben jetzt unsere Dietriche, das ist doch schön. Vier Wasserpfeile, zwei Moospfeile. Na, vier Wasserpfeile, das ist ja ein Witz. So, die brauchen wir alle. 1750 haben wir noch über. Hamariten lieben Metall und so ein Zeug, ne? So. Dann. Sicher ist sicher? Ich wüsste nicht, wofür ich Feuerpfeile brauchen könnte. Wenn es, das haben wir ja in der letzten Mission gesehen, wenn es notwendig ist, irgendwelche Fackeln zu entzünden, wird man vorher mit Feuerpfeilen versorgt.
vom Spiel aus, weil ja niemand sagen kann, die kauft sich das auf jeden Fall oder der Spieler. Drum ist das Sinnvollste. Breitkopfpfeile 40 Stück müssen wir nicht auf 60 aufstocken. Gut. Dann, wie gesagt, gleich hier ein Cut. Und ja, ich hoffe, euch hat die Mission gefallen. Ich werde das Ganze jetzt rendern. Wir werden diese vier Parts sind es, glaube ich, geworden. Jetzt schnell hochladen. Und die nächsten Tage habt ihr dann wieder etwas Thief. Und ja, diese Mission hier werden wir dann das nächste Mal in Angriff nehmen. Bis dahin, ciao, Freunde.